Neue Runde Dota 2, letzter Pick. Und das könnte durchaus ein Weaver-Spiel werden. Ich will was haben, was gut in der Laning-Phase gegen Darks hier ist, damit wir zumindest diese Lane ordentlich gewinnen. Und das Wichtige, was an Weaver so gut gegen Darks hier, man kann die Lane diven, ohne Creep-Akku zu ziehen, mit Chokuchi, kommt also hinter ihn und kann ihn dann auto-attacken. Selbst mit einem Surge kommt er dann nicht so wahnsinnig, also kriegt er auf jeden Fall einige Hits, kommt dann out of range, aber das kann ich nicht allzu oft machen, weil dann das Mana alle ist und das auch einen Cooldown hat. Und das ist genau die Idee. Wir haben eh Oracle in der Lane, um halt ja die Iron Shell zu dispellen. Und ja, mal gucken, ob sie Lich, wie sie das genau machen. Eigentlich kannst du mit Lich sehr gut die Lane kontrollieren. Darks hier pusht die Lane aber eh. Und sie haben einen Jungler, deswegen würde ich eher davon ausgehen, dass Lich auf der Safe Lane ist. Also hier oben. Zusammen mit Luna, der Enigma halt im Jungle. Darks hier Offlane und Storm in der Mitte. Wir sollten gucken, dass wir die Laning Phase gut gewinnen. Sie haben ein bisschen mit dem Lich Möglichkeiten halt zu denyen und dann XP-Vorteil zu holen. Also das wird ein bisschen. Lich gewinnt halt einfach durch seine Skills praktisch schon mal sehr gut eine Lane. Das gibt ihnen also da schon mal einen Vorteil. Und Darks hier, da müssen wir aufpassen, dass er nicht Level bekommt. Das können wir eigentlich als Oracle und als Weaver relativ gut machen. Sie haben natürlich schon einen guten Highground-Defense mit Darks hier und Enigma. Müssen wir ein bisschen gucken. Aber setzen wir jetzt einfach auf den Win. Fertig, aus. Jetzt darf ich, so viel Zeit darf ich nicht mal die Wette machen. Ich dachte, ich habe ganz viel Zeit für die Wette, weil pausiert ist und die Zeit nicht vergeht. Aber ist egal. Oder darf ich jetzt doch noch? Doch, ich darf noch, weil es weg war. Hier schon einen Schiss bekommen. Was hätte ich noch für eine offene? Silver Break, Silver Edge. Silver Break. Roll of Athos. Interrupt Channeling Spells mache ich als Weaver auch nicht so sehr. Upgrade your Boots mit Weaver. Huh? Burn of Shadows. Stun, das ist irgendwie alles nicht so. Schnell noch irgendeine Quest finden, die irgendwie passt. Lifesteal, das habe ich schon 3 Sterne. Eine Physical Attack. Maelstrom. Multi. Disjoint. Bin ich ganz sicher, ab wann er Disjointed zählt. Echo Saber. Kill multiple heroes. Destroy shrines. Das ist eine Falschanzeige, oder? 18 von 30. Achso, da kann ich. Nehmen wir auch das. Okay. Ups, das wollte ich nicht. Die Konsole aufrufen. Just put down one laning ward. Ja, ein Iron Talon Darks hier. Der ist schon gedacht, okay, die Lane wird schwer. Ich jungle ein bisschen. Just stack and pull these camps, when Darks here is not in the lane. So you get some bonus XP in gold. And when you're level 2, you can roam, then. Just get one ward here, so we can see when he's hiding in the trees, or I don't know. Wir sehen, ob er überhaupt zur Lane kommt. Könnte gut sein, dass er einfach im Jungle anfängt. Ah, da ist die Iron Shell. Would have been good actually for the lane to push. Jetzt haben wir halt dadurch.
Egal, er geht jetzt eh anscheinend dahin. Ich will ihn vor allem auf Level 1 halten, das ist relativ wichtig. Brauchen halt eigentlich nur Fortune's End auf ihm, auf dem Darkseer direkt und dann das Follow-up von mir und von Patch. Wenn er hier noch ein bisschen XP klaut, ist auch nicht schlecht. Dadurch, dass er relativ viel an Mana schon in der Laning Phase hier investiert hatte. Sehr schön. Soll er sich halt den Range da holen. Sonst ist er einfach in ihren Jungle dann geht. Der Darkseer. Werden wir gleich sehen. Ne, da ist er. Am Anfang ist es auf jeden Fall viel wichtiger, einfach Level zu verhindern beim Darkseer. Weil wenn er Level bekommt, kann er eh gut farmen im Midgame mit einem Shell. Sei es im Jungle, sei es die Lanes zu pushen. Deswegen, wenn jetzt... don't do this too early. Let the lane push in our direction, then we can... If we have the lane here, then we can stop the Iron Shell. Else he gets too much XP. Ist jetzt okay. Er will halt die Puls machen, ist auch okay. So, ich will jetzt mal nicht tanken. Den Shokuchi-Mana ein bisschen sparen. Zu spät. Will das böse Katapult loswerden. Jetzt kann der Patch halt Roman gehen. Hier unten braucht man nicht mehr. Hier an der Seite. Kommt hier die Iron Shell. Zurück zur Base geht. Wahrscheinlich schon. Jetzt ruhig mal das nächste Mal ein Perseverance mal. Weil ich ein bisschen HP-Region auch brauche. Ganz einen Darks hier vom Farm abzuhalten ist halt sehr schwierig. Das hängt davon ab, wie man die ersten Minuten gestaltet. Und alleine
E. Aber man kann ihn dazu bringen, dass er dann doch mal öfter zurückgehen muss, wie es eben jetzt der Fall war. Ups. Bin heute allgemein ein bisschen langsam. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Da ist er wieder. Bisschen Mana regenerieren. Ich will gleich mal noch eine Sage Mask in der Seite kaufen hier. Und dann. Bisschen verpasst dadurch jetzt. Er macht halt das Sidecamp hier noch. Sehr schön. Ein bisschen die Gefahr, wenn man die ganze Zeit gegen Darks hier kämpft. Mit der Iron Shell. Und es ist als Weaver noch ein bisschen besser, wenn du noch möglich hast, mit Shukuti wegzukommen. Aber es ist tendenziell nicht ungefährlich. Ups. Drop Tower under siege. Und doch eine Menge Damage frisst. Und jetzt machen wir noch mal einen Aquila fertig. Bring das mal her. So, jetzt holen wir uns mal den noch. Darf ich jetzt den Kurier haben? Wäre ganz ausgezeichnet. Als nächstes hole ich mir auf jeden Fall auch noch einen Blightstone. Darf ich jetzt den Kurier haben? Das war knapp. Bin ich ganz sicher, warum er Ulti gegeben hat. Der Oracle, der mein Ulti noch ready ist. Also ein bisschen so eine... Es war recht absehbar, was sie davor hatten mit dem Ulti. Als Oracle bekommen. Für einen Enigma-Ulti und einen Darkseer-Ulti. Ich würde sagen, es ist es nicht wert, die beiden Abilities dafür einzusetzen. Kriegst du nicht genug für einen Solo-Support praktisch, Kill. Wäre natürlich trotzdem besser gewesen, wenn wir es gar nicht verloren hätten an der Stelle. Ich hole mir mal noch ein TP.
Dann hier unten mal mit dem Katapult ruhig ein bisschen Druck machen, auch wenn jetzt der Darkseid dadurch XP bekommt. Oben pushen dann. Der Storm ist in unserem Jungle. Na doch nicht. Doch nicht zu viel committed, schade. Naja. Wenn wir ein TP kaufen, das ist nicht so schlimm. Was gut dann ist, kann blöd sein. Oh, sehr schön. Ist dann doch noch gelohnt. Der Dax hier alterniert hat nur zwischen der Lane und dem Jungle. Wir sollten jetzt mal einen Tower holen. Gefährlich werden am Tower. Solange ich habe noch keinen linken Sub. Bisschen Healing. Face läuft jetzt ganz solide für uns, nicht sensationell. Haben schon einen Tower mehr verloren. Ups. Storm ist wieder in der Mitte. Ich möchte zumindest gerne den Ultimate Orb mit dabei haben. So, da waren sie jetzt einen Teamkampf an, mal schnell hin. There's no search. Der Storm noch hinterher. Ich gehe mal nach oben. Farm die Lane. Hol mir meinen Ultimate Orb. Ich nutze jetzt sogar mal den Schrein. Es geht nur darum, dann die Lane rauspushen zu können. Bin ich ganz sicher, ob wir jetzt zusammen nach oben gehen sollten. Vor allem, weil sie eh schon unten sind. Push ich sie oben. So, Level 4 Swarm.
Unten der Lich. Good job, guys. So, Lincolns fertig machen. Ja, damit. Ich kaufe noch TPs. Just be careful there. Don't overextend. I'll push their tier 2. Just play defensively around the tower. Let them waste time. Then I have a TP. Just stay defensively. If I get a tier 2 as a trade. Okay, das war's. Nicht das, was wir wollten. Dadurch, dass wir so viele verloren haben. Yeah, I got a tier 3 down to 1/4, so that's actually alright. And we got a tier 1 top as well. Ganz viel malen. Yeah, you push bottom. I'll pressure them top. Das ist halt, warum ich auch Weaver gepickt habe. So, auf jeden Fall auch mal den Blightstone Debuff anbringen. Bisschen aufpassen muss ich schon, wenn jetzt alle missing sind. Yeah, just try to keep him busy and push some towers. You can pick him off or get bottom baby. Careful, X. It's not time yet. I can take the dangerous farm and the pushed out lanes. You just take maybe these lanes and I keep them busy elsewhere. And even if they commit to you, I can take the tier 2 and maybe even tier 3. Give him ulti, Oracle. After them. Ah, good trade for us. Nice. Das
Das hat Purge im Video mal ganz gut erklärt, was gefährlicher und was sicherer Farm ist. Und das muss man da ausnutzen gerade. Und ich mit Weaver kann halt den gefährlichen Farm nehmen und die gefährlichen Lanes. Und das ist auch genau das, was ich versuche halt. Um ihnen halt die Möglichkeit zu geben, die sicheren Pushes zu machen, den einfachen Farm. Und das machen wir noch nicht ganz ideal, aber es geht schon. Na, sie haben schon ein bisschen disabled. Ich nehme auf 7 auf alle Stats, auch 7 Damage. Nochmal 7 Attack Speed. Why are you fighting in the river with no vision? Just, we need some vision and we need to go for objectives. You guys can push here. Tier 1 is even standing, and I can take either base or tier 2. And we really need vision right now. We have no vision on the map at all. No, we need basic wards. Just like somewhere here. One's middle tower being attacked truly does send such a flash flowing through one. And when we see them, we can just exploit their movement. Und das war jetzt wieder so typisch, irgendwo rumkämpfen, wo kein Objective in der Nähe ist. Wir brauchen... Okay, da sind sie noch. They can just... We have no idea where they are. Just place wards, please. Storm is top. Go for them, I join you. And now get up wards, please. We just walked into them multiple times without seeing anything. Yeah, I don't need to be smoked. I just dropped the wards in the base. Please, someone take it and set it, because I have no idea where should I set it. Yeah, I'll take them. Oh, wo sind sie denn? For example, if you ask me, this is a worm quartz. So, jetzt habe ich den Desolator. Okay, I'll push top, you take bottom tier 2. Just ward your sides, so you don't get surprised. We can split push them easily, we just need the vision. And then we can take Roche and high ground. TP out? Yeah. Oh fuck. Ihr Teamkampf ist halt recht stark. Ich muss halt nur ein bisschen ausgleichen, wie wir es geschickt spielen. Wir haben jetzt ganz schön viel Momentum weggegeben in den letzten 5 Minuten ungefähr. Sehr unnötig vor allem.
On my way. It's not time yet. Okay, das war relativ wichtig. Don't disarm me. Well. So, als nächstes gehe ich in dem Spiel auf den Bloodthorn. War nicht jemand? Bisschen Pick auf Potenzial. Der Storm ist halt easy damit. Holen wir es mal schnell ab. Don't scare Storm. See no weaver. We can't go rush, there is no black hole. There are sentries here, careful. Yeah, you can. Gern den Storm noch bekommen hier irgendwo. Yeah, I would love to get a pick off first, but hmm. Top. Okay, push top. You do know your bottom tower is being attacked, right? So, daraus machen wir jetzt aus dem Orchid machen wir ein Bloodthorn. Yeah, we can take Roche next. Just push out the bot lane a little bit. Once again, video games. Go for Roche. I'll join you. Yeah, I'll take it. Creepwave nur da ranbringen. Ja, die Platz und Charges gehen aber ziemlich den Bach runter. Mid-tower taking damage. I can't TP. Not yet.
Okay. Wenn wir oben bleiben sollen. Should have just stayed top and pushed the tower. Ah, nicht ganz geschafft. Das ist eigentlich die Idee, dass wir das aufziehen. Should have just stayed top. Especially with Shadow Fiend. And you push. And I take mid, or they have to commit for one lane. And we can easily take the other. Soll ich das mal hin mit? Das hat eben schon gereicht. Ich habe auch nicht gesehen, was sie gemacht haben, aber es war komisch. Als nächstes. BKB ist ganz gut in dem Spiel natürlich. Werde ich auch einfach machen. Hilft natürlich nichts gegen Black Hole, aber. Okay, unten der Dark. Sie hat natürlich die Greaves. Da hinten. Das hat die Gefahr. Oh, oh, oh. So ein bisschen aufpassen, weil mein Linkens auf Cooldown ist. Ah. Schade. Aber das ist schon ein bisschen, was sich vorhin angedeutet hat. Wir sind nicht so in der Superposition, wie man denken könnte. Wir sind in einer schwierigen Position, deswegen müssen wir gucken, dass wir ein bisschen was bekommen. Und sie ein bisschen aufsplitten, das war schon ganz okay. Das Black Hole hat gesessen. Das darf uns idealerweise nicht passieren. Jetzt gucken, dass ich mein BKB fertig kriege. Shadow Fiend. Okay. Das ist ein bisschen, wenn man das mit dem Aegis verkackt. Das ist das Gefährliche. Der Patch hat keine Lust mehr, oder was? Sonst haben wir bloß schon eine Lane verloren. Wahrscheinlich die Pete einfach raus. So, ich hole mal den Tier 3. Den brauchen wir auch. Damit wir die Schreine holen können. Ich schicke mal den Kurier eben rüber. Oder nochmal gecallt. Okay, für den Schrein eine Glyphe verwenden. Ist eigentlich gut für uns.
Das BKW ist noch relativ wichtig. Level 25 auch extrem wichtig. Vielleicht gucke ich mal, dass ich Level 25 hole. Mein BKW. Ah, das ist gefährlich. Genau das. Naja. Ist auch, glaube ich, kurz vom BKW. Das ist das, was im Moment am meisten. Guck mal, wie sie die Lanes ein bisschen rauspushen. Läuft es eigentlich für unseren Shadow Fiend, weil es ein bisschen angesprochen wurde gerade. Ah, es war vielleicht dann doch ein bisschen. Level 25 dann doch relativ lange tot. Ich glaube, ohne mich. Man ist fast, ja, dazu sterben wir dann doch zu viel, ganz offensichtlich. Doch das BKB erst woanders fertig machen sollen. Ja, das mit der Luna war ein bisschen unglücklich an der Stelle. Das stimmt schon. Da haben wir einfach verpasst, das Richtige zu machen, als wir das Aegis hatten. Da einfach den Split, dass sie halt sich auf eine Sache konzentrieren müssen. Selbst wenn sie mal ein Aegis bekommen, hätten wir oben locker an der Zeit die Lane bekommen. Die Luna war ja nicht mal da. Das war irgendwie. Deswegen pick ich eigentlich wie sowas wie Weaver. Aber ich habe jetzt auch einen großen Fehler gemacht, dass bei den Rex da zu sterben. Da haben sie auf mich gewartet. Das hätte mir nicht passieren sollen. Aber ansonsten war das wirklich. Man hat das Wissen, was ich mit Spielverständnis meine. Dass sie da erkannt haben, was wir wo machen, wann man Lanes rauspusht oder wann wir auch. Das war furchtbar. Ich muss ein bisschen drauf aufpassen, dass ich ja nicht solche Fehler mache. Aber es ist ein bisschen, wie gesagt, man versucht dann zu viel. Das war ein bisschen mein Problem. Ich bin nur dreimal gestorben, aber ich versuche halt zu viel. Rauszureißen, weil man sieht, das läuft so schlecht und die Zeit läuft uns wirklich davon. Das weiß nicht, ob man das so als Zuschauer das ähnliche Gefühl hat, aber das war ganz klar zu dem Zeitpunkt. Je länger wir warten, jede Minute läuft gegen uns. Wir waren im Nachteil. Die Luna viel besser gefarmt als der Shadow Fiend, viel besser, also extrem viel besser. Es ist halt einfach Wahnsinn. Black Hole und Darkseer sind so gefährlich. Deswegen hatte ich das Gefühl, okay, wir müssen jetzt einfach versuchen. Jede Minute, die wir länger warten, kostet uns unglaublich viel. Und das war das Problem auch mit dem Aegis. Wir konnten da nicht lange warten. Die Luna war unten. Wir standen vor der Base. Wir hatten Aegis. Und in dem Augenblick müssen wir Rex holen. Weil wir einfach vom ganzen Momentum so schlecht dastanden. Und dann ist aber einer zurücktippiert. Ich bin in der Mitte. Die anderen, weiß nicht genau, die pushen jedenfalls nicht oben. Das ist einfach.
das Typische. Die Zeit läuft uns davon, wir sind im Rückstand und sie spielen einfach nicht entsprechend. Sie realisieren nicht, wie der Stand des Spiels ist. Das siehst du ganz oft. Weil, wie gesagt, der Shadowfiend war so underfarmed. Auch im Vergleich. Und auch dem Rest war halt nicht viel rauszuholen. Und das ist ein bisschen ärgerlich, solche Spiele. Wenn wir mal. Ich guck gerade eh, ob das jetzt vielleicht das letzte Spiel jetzt schon ist. Muss kurz was checken. Ein Spiel geht sicherlich noch, aber es ist. Ärgerlich. Sehr ärgerlich.